Überraschend deutlich setzte sich Spartak Moskau im UEFA Cup gegen den FC Brügge durch. Moskau hatte bereits die erste Begegnung mit 3:1 gewonnen und setzte sich in Brügge mit dem gleichen Resultat durch. Das 1:0 sahen wir, es erzielte Rodionov. Kopfballausgleich durch Wellens. Noch vor dem Pausenpfiff die erneute Führung für Spartak Pozniakov, der Torschütze. Sehenswert dieser Treffer. Den Endstand zum 3:1 erzielte dann schließlich Gavrilov.